In unserer Serie über innovative Unternehmen aus der Engineering-Region Darmstadt-Rhein-Main-Neckar stellen wir Ihnen heute das Fraunhofer Institut für sichere Informationstechnologie vor. Wie der Name schon sagt, bewertet und prüft die Gesellschaft IT-Systeme auf ihre Sicherheit. Fraunhofer übernimmt Auftragsforschung für die Privatwirtschaft, leistet aber auch Entwicklungsarbeit, die öffentlich gefördert ist. Anfang Juli war Baubeginn für den Erweiterungsbau des Fraunhofer SIT in Darmstadt. 18 Millionen Euro wird er kosten und soll ab 2014 den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern mehr Raum für ihre Forschungsarbeit geben. Was genau das Institut macht, muss manchmal im Verborgenen bleiben, zum Beispiel wenn IT-Firmen ihre Software auf Fehler prüfen lassen. Andere Dinge hingegen sind von öffentlichem Interesse und werden zum Beispiel durch Lizenzvergaben jedermann zugänglich gemacht. Ein Forschungsschwerpunkt ist die mobile Kommunikation. Zeigen kann ich Ihnen das hier. Das ist ein Bistrust-Telefon, so nennen wir das. Das ist ein hochsicheres Telefon, was aber tatsächlich verwendbar ist. Ein Telefon, was einerseits für den privaten Gebrauch verwendet werden kann. Da kann man damit machen, was man möchte. Aber auch für den geschäftlichen Bereich kann es verwendet werden. Und dort kann dann der Arbeitgeber, die Behörde sicher sein, dass die privaten Anwendungen, die man sich auch installiert hat, mit den geschäftlichen nicht in die Quere kommen. Mit seiner Arbeit zeigt das Fraunhofer SIT selbst IT-Gigant Apple Fehler auf. Gerade erst konnten Darmstädter Wissenschaftler nachweisen, dass das iPhone erhebliche Sicherheitsmängel hat. Die SIM-PIN gestohlener oder verlorener iPhones kann jederzeit ohne große Probleme geknackt werden. Das SIT liefert zum Problem aber auch gleich die Lösung. Wir haben ein sehr schönes Tool entwickelt, das heißt Mobile Sitter, mit dem man Passwörter sehr sicher auf einem iPhone und in Zukunft auch auf einem Android-Phone abspeichern kann, sodass es selbst mit einem brutalen Angriff alles mal durchprobieren, nicht entdeckt werden kann. Also wir versuchen, die ganze Palette abzudecken, sozusagen von Brechen, Analysieren von Systemen bis hin zum Entwickeln von sicheren Systemen und das rauf und runter von Hardware, also wie Telefon, Chipkarten und so weiter, bis hin zu Geschäftssoftware, wie hier von Software AG oder SAP. Aus der Region. Die Region gilt als die Wiege der Unternehmenssoftware. Der Softwarecluster erstreckt sich rund um die IT-Zentren Darmstadt, Kaiserslautern, Karlsruhe, Saarbrücken und Walldorf. In der Region konzentrieren sich innovative Unternehmen sowie führende Informatikfakultäten und Forschungseinrichtungen wie das Fraunhofer SIT und machen Darmstadt-Rhein-Main-Neckar zum Silicon Valley Europas. Das Institut für sichere Informationstechnologie sitzt hier also genau richtig. Deshalb auch der Erweiterungsbau. Aber auch hier ist der Fachkräftemangel angekommen. Rund 30 Stellen am Fraunhofer Institut sind zurzeit unbesetzt.